Herzlich willkommen! In unserem Know-how-Video zeigen wir Ihnen detailliert, wie man einen 3-Tier-Funkansender programmiert und was dabei zu beachten ist. Diese Anleitung können Sie für folgende Motortypen verwenden. Jeder Programmierungsablauf muss innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück. Bei den 5- und 15-Kanal-Funk- und Funktimer-Handsendern muss vor dem Einschalten der Spannungsversorgung der gewünschte Kanal mit den Kanalauswahltasten P1- oder P1+ ausgewählt werden. Bei den Funktimer-Handsendern muss vor dem Einschalten der Spannungsversorgung die Betriebsart manueller Modus eingestellt werden, indem Sie die Mode-Taste drücken. Schalten Sie zuerst die Spannungsversorgung des betreffenden Motors ein. Der Motor signalisiert dies mit einem langen Piepton. Drücken Sie nun zweimal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkansenders. Der Motor reagiert mit einem Piepton. Danach einmal die Auf-Taste drücken. Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen. Der Handsender ist nun eingelernt. Testen Sie nach dem Einlernen, ob der Motor auf Befehle reagiert und fahren Sie den Motor nach oben und unten. Sollte die Drehrichtung vertauscht sein, muss als nächstes die Drehrichtung geändert werden. Schalten Sie zuerst die Spannungsversorgung des betreffenden Motors ein. Der Motor signalisiert dies mit einem langen Piepton. Drücken Sie nun zweimal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkansenders. Der Motor reagiert jeweils mit einem Piepton. Danach einmal die Up-Taste drücken. Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen. Die Drehrichtung des Motors ist nun geändert. Bei Bedarf können Sie weitere Funkhandsender auf den Rollladmotor einlernen. Lassen Sie die Spannungsversorgung eingeschaltet und drücken Sie zweimal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des bereits eingelernten Funkhandsenders. Der Motor reagiert jeweils mit einem Piepton. Drücken Sie danach einmal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des neuen Funkhandsenders. Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen. Dein neuer Handsender ist nun eingelernt. Beachten Sie, dass beim Löschen des eingelernten Funkhandsenders alle eingelernten Funkhandsender am Motor gelöscht werden. Lassen Sie die Spannungsversorgung eingeschaltet. Und drücken Sie zweimal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkhandsenders. Der Motor reagiert mit einem Piepton. Danach einmal die Stopptaste drücken. Der Motor reagiert mit einem Piepton. Drücken Sie nun noch einmal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkhandsenders. Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen. Alle bereits eingeleerten Funkhandsender sind nun gelöscht. Im Betriebsmodus Rollladen geht der Motor beim Drücken einer Richtungstaste sofort in Selbsthaltung und fährt so lange weiter, bis er die Endlage erreicht. Im Betriebsmodus Jalousie ist Tippbetrieb möglich. Erst wenn die Richtungstaste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, erfolgt Selbsthaltung.
Lassen Sie die Spannungsversorgung eingeschaltet und drücken Sie einmal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkansenders. Der Motor reagiert mit einem Piepton. Danach einmal die Auf-Taste drücken. Der Motor reagiert mit einem Piepton. Drücken Sie nun noch einmal die Taste P2 Setup auf der Rückseite des Funkansenders. Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen. Der Betriebsmodus ist nun geändert. Falls Ihnen unser Know-How-Video gefallen und weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie uns doch einen Daumen nach oben, schreiben Sie uns einen Kommentar oder teilen Sie unser Video. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.